So, und damit auch Hallihallo. Da läuft das Vieh weg. Okay. Herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Wir sind durstig, wir haben Infektionen, wir haben eine Gehirnerschütterung. Muss ich aber sagen, wir lassen uns auf jeden Fall einmal so sterben, weil jetzt Ressourcen dafür aufzuwenden, nicht drauf zu gehen, ist ein bisschen läppisch, weil wir haben keine Ressourcen, um nicht drauf zu gehen. Deswegen mal erneut über längere Zeit wahrscheinlich ein Death gibt. Ist halt leider so. Müssen wir hinnehmen. Aber wir können jetzt gleich unsere Quest abgeben, die wir scheinbar noch in der Tasche haben. Weil ich habe hier noch das Ding hier. Muss ich ja bei dem Händler gleich abgeben können. Hoffentlich. Genau, wir könnten theoretisch gesehen schon so langsam unsere Boxen hier reinbauen. Aber ganz ehrlich, das können wir nach und nach machen. Muss mal gerade gucken. Da ist noch Eisen drin. Aber nicht mehr genug. Hatte ich dadurch. Nee, da nicht. Da ist nichts drin. Jetzt ist natürlich auch meine Frage. Ein Chemietisch, eine Chemiestation. Chemiestation habe ich noch nicht gelernt. Arbeitsstation 7V50. Das könnte was dauern, bis wir die haben. Ach Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Wo ist sie denn? Da. Wow. Aber es gibt Fleisch. Her mit dir. Ja, ich würde sagen, wir gehen trotzdem noch weiter looten. Wir sind ja erst bei Tag 9, in Anführungszeichen. Genau, so, wo haben wir es denn? Genau, das da rein, das Fleisch da rein. Leder und Knochen. Was habe ich hier? Ja. Erstmal da reinpacken. Jagdgewehr und Sturmgewehr. Was haben wir denn? Selbstgebaute Maschinenpistole. Selbstgebaute Maschinenpistole können wir zerlegen. Und eigentlich auch dieses Jagdgewehr können wir auch zerlegen. So, wir brauchen keine Machetenteile, keine Schlagringteile und sowas, ey. Kann an Knüppeln angebracht werden. Ja, brauchen wir auch nicht mehr. Die würde ich auf jeden Fall da reintun. So, wir könnten schon mal anfangen, wieder ein bisschen Eisen zu brennen. Währenddessen noch nebenbei. Bei Lehm haben wir eigentlich recht viel drin. Kann ich das jetzt mitnehmen? Danke. Ich halte mal den wieder ein. Dann kann der ein bisschen rotieren. Und wir hatten noch kein Fahrrad. Nee, hatten wir nicht. Händler hat auf jeden Fall noch nicht offen. Aber wir können ja hier so ein bisschen rumgucken, ob sich schon wieder irgendwas erneuert hat. Heerespolizeiauto. Ich drehe mich im Moment so schnell. Zack, einmal umgedreht, bist du schon sonst wo. Okay, nee, das ging gar nicht so. Ich weiß, da hinten ist eine Öffnung. Es ist ja original nicht schnell gelaufen. Ist das jetzt ein Ernst? Ich glaube aber nicht, dass sich hier schon irgendwas erneuert hat. Dafür laufen wir. Ah, doch. Dafür laufen wir halt viel zu oft hier dran vorbei. Er ist noch leer.
Ist natürlich die Frage, ob ich den einfach nur nicht die ganze Zeit ausgelootet habe. Aber ich gehe mal rein. So, Zombies auf jeden Fall noch. Wieder hier. Hallo? Okay, es ist ja mittlerweile auch nicht mehr so schlimm, wenn die mich treffen, weil ich bin ja eh des Todes. Aber wir wollen ja eigentlich lange überleben. Ah, komm, den nehmen wir mal mit. Guck ich mal, ob es hier... Ah, Toilette ist unberührt, die Toilette ist unberührt. Die Wand schubst mich weg. Tresore und so scheint man aber nur einmal auslooten zu können. Jetzt in die Richtung. Ach, wo kommst du denn auf einmal her? Das hat der Endlauf. So, habe ich meine Spitzhacke dabei? Habe ich überhaupt eine Spitzhacke? Ich glaube nicht. Oder doch, ich glaube, ich muss mal eine haben. Aber ich habe die Axt mit Eisenbrecher. Habe ich den mit Eisenbrecher? Ich habe beide mit Eisenbrecher. Eisenbrecher. Wie auch kann man das Wort sagen? Gibt natürlich dann natürlich nur minimal, aber wir hatten auch irgendwo eigentlich mal eine Spitzhacke. Ja, nicht genug Ausdauer. Ah, wir hätten es auch einfach haben können. Okay, ist jetzt schon unangenehm. Dass da so viele auf einmal sind. Okay, der steht noch mal auf. Und der bleibt liegen. Haben wir ja gemeistert zu haben. Okay, da waren wir eben drin. In dem Gegend war volliges Fleisch. Ja, da können wir noch ein paar Nester anbauen. Nester. Hier. Felder anbauen. Müssen wir uns auch mal kümmern, dass wir gut Nitrat kriegen. Wagen können wir wieder auslooten, sehr schön. Hier ist nichts. Ah, da wieder Fässer für Benzin. Hier unten liefen, glaube ich, dann auch irgendwelche Leute lang. Ah, ein Schlagstock Level 6. Oh. Kommen jetzt alle hier rum. Hallo? Oh, die sind sogar gelb. Okay, und bleiben jetzt liegen. Sehr schön. Ah, da haben wir wieder eine Zeitschrift. Verbesserungsfertigkeit von Rüstung. Messing wusste, dass Zündknäufe oder Bestandteile wie Scharniere aus Messing gemacht werden. Patronenhülsen sind aus Messing. Lerne, wie du aus Messing. Wie du Messing aus Türen sammelst und leide nie wieder unter Patronenmangel. Der ist beinahe auf Zerlegen gedrückt, ja. Ah, nochmal Fernkampfmod. Das kann man nochmal mitnehmen. Hier das Ding noch mal mitnehmen. Ah, jetzt sind wir noch nass. Hier ist kalt.
Ja, dann ist das so. Unberührte Fässer. Sehr schön. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Papier braucht man hinterher für Schrotzmunition. Ist, glaube ich, keiner drin. Nein. Dann gehen wir nochmal ins Haus zurück. Dann wird uns auch wieder warm. Auch wenn bei uns hier alles gebrochen ist, aber trotzdem. Ich muss jetzt ein bisschen was zerlegen. Ah, den zerlege ich auf jeden Fall. Den kann ich für Eisen zerlegen. Die Feder kann ich erstmal zerlegen. Den Eisenschlagring kann ich zerlegen. Feder kann ich sogar wegschmeißen. Das kann ich wegschmeißen. So. Jo, jo, jo. Rottetes Fleisch immer gut. Mais findet man jetzt auch mittlerweile oft irgendwo drin. Hatte man ja vorher bei den Sessions gar nicht. War jetzt auch nochmal ein Kochbuch dabei. 44 von 100. Also da sind wir jetzt auch gerade auf einem guten Weg. Tons auch immer wichtig. Da hinten liegt noch was Müll. Ach, der hängt da oben drin. Okay, jetzt ist er unten. Sie steht nochmal auf und weg. So, ich muss nochmal gucken, was schmeiße ich denn jetzt nochmal weg. Ich habe nochmal einen Kochtopf. Nitratpulver behalte ich. Den kann ich zerlegen. Und dann nehmen wir noch das Plastik hier mit. Die haben wir noch nicht ausgelootet. So, genau, hier war noch Nitratpulver. Papier. Ein fetter Polizist. Oh, Glück gehabt, ey. Der wäre beinahe explodiert. Das trübe Trinkwasser ist ja jetzt nicht so schlimm. Das kriegen wir ja wieder aufbereitet. Aber dann haben wir, glaube ich, alles hier. Dann würde ich eben zum Händler laufen. Ich will mal fahren sagen, aber nein, wir müssen laufen. Wir müssen laufen, laufen, laufen. Hier ist nichts, was wir noch looten können. Genau, da haben wir uns durchgeschlagen gerade eben. Dann einmal ab hier. Ha! Es hört sich an, als würde es regnen, aber die Sonne scheint. Sehr gut. Ich liebe solches schwunghaftes Wetter. Aber wir sind ja... Ich weiß gar nicht, ab wann ist das denn... Ab wann werden wir selber zum Zombie? Das habe ich bisher selber auch noch nicht herausgefunden. Hallo? Surprise, surprise. Belohnung, Reparaturkit, Speerjäger, Schrotflintenmunition, Kühlmaschinenmod, Mündungsbremse. Ich glaube, ich nehme die Schrotflintenmunition mit. So, darf ich dein Inventar sehen? Ich möchte das bitte verkaufen. Das verkaufen. Die beiden Sachen auch. Ah, sehr schön. Wird direkt auf 2-6 hochgearbeitet. Ich glaube, die werden wir auch niemals benutzen. So, was haben wir denn? Boah, ist das anstrengend hell bei dem. Federn, Reparatur, Kleber. Was haben wir denn hier als Munition? Geschossspitzen. Nee, nicht wirklich. Rüstung. Weiß nicht, ob ich mir das Geld in Rüstung investieren sollte. Eher eigentlich in Bücher und sowas, ne, wenn der hat. Da lohnt sich gerade gar nichts. Lesestoff.
Ja, kaufen wir die einfach mal, ne? Wir haben ja jetzt ein paar Tetons. That's all you're gonna buy. I'll let you show yourself out. So, 4 von 100. Haben wir was Neues gelernt. Oh, die Zombie-Anzeige ist jetzt mittlerweile sogar rot. Knochenmesser freigeschaltet, Qualität 3. Gut, dass wir schon Stufe 4 haben. Gut, dann nehmen wir trotzdem schon mal eine neue Quest an. Das akzeptieren wir gerade mal, aber ich bringe erstmal Stuff noch weg. Das ist sogar ganz da hinten. Haben wir das schon? Ne, da waren wir sogar noch gar nicht. Das heißt, wir können dahin looten, Quest starten und wieder looten. Okay, das Einzige, was uns halt echt niederrafft, sind hier die unsere ganzen Erkrankungen und sowas. Mais. Du bist dehydriert, ja. Nein, das kommt da nicht rein. Das kommt da rein. Das. Da, Nitratpulver nicht, ne? Aber die Sachen hier. Ah, da hatte ich sogar noch eine Kartoffel, ein Kartoffelmehl. Und Leder. Erstmal so da reinpacken. So viel werde ich von denen auch nicht brauchen. Also wie Eisenrohre kann ich also mal ein Stück zurück tun. Ah, das packen wir da rein. Ich stoße mal Nägel. Ach, Kartoffel habe ich immer noch. So, zack, auch da rein. Dann die Mats hier rein. Packen wir erstmal nur so rein. Genau, dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Richtung zumindest. Wir werden wahrscheinlich jetzt gleich eher auf dem Weg vielleicht dorthin schon sterben. Oder selber zum Zombie werden. Finde die vergrabene Vorräte. Ach, wir müssen graben. Okay, alles klar. Dann nicht ausluten oder so und dann Quest starten, sondern graben. Währenddessen auch immer wieder Aussicht nach Nestern halten. Wir haben zwar jetzt ein paar Eier wieder, aber auch da Nahrung kann man nie genug haben. Vielleicht begegnet uns ja der ein oder andere. Ah, da hinten ist schon einer Zombie. Der vielleicht was in Säckle fallen lässt. Das ist, glaube ich, Müll. Yes. Ist auch nochmal Müll. Hallo. Die Frage ist, ob die Zombies einen, wenn man dann selber ein Zombie ist, in Ruhe lassen. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Okay, da war jetzt kein Teil drin, aber hier. Wenn es noch ein Nest, ja, ich weiß, wir müssen eigentlich in Richtung der Quest. War, glaube ich, gerade erstmal lassen. Da ist noch ein Nest. Man kann auch locker mal auf Nestersuche gehen. Ich finde mittlerweile spawnen schon einigermaßen gut die Nester. So, auf weiter Flur ein paar Zombies.
mir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Eisen. Ich muss mal nachher gucken, ob ich nicht irgendwo noch eine Spitzhacke hatte. Nicht genug Ausdauer. Ah, Hunger kriegen wir jetzt auch. Ich lasse mal gerade ein bisschen regenerieren. Ich sage mal, wir graben in der nächsten Folge weiter. Dann regeneriert das, bis ich dann wieder die nächste Folge starte und sowas. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Zusehen. Auch wenn wir jetzt nicht so viel geschafft haben. Aber ja, wir werden sterben auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was noch so passiert. Auf jeden Fall bis dahin, bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Ciao, ciao.